Ich zeige euch heute im Training nochmal die Tina. Tina ist unsere absolute Wundertüte. Sie hat sich so wahnsinnig toll entwickelt, dass ich extrem stolz bin. Sie hat sehr, sehr gutes Potenzial und Talent, ist viel rittiger geworden. Man kann sie alleine im Gelände reiten, in der Gruppe, das konnte man natürlich vorher auch. Aber sie kann sich durchaus auch schon mal auf einem Turnier zeigen. Sie hat sehr ordentliche Bewegung jetzt auch bekommen im Tölt, viel mehr Kraft, ist viel geschmeidiger und rittiger geworden und ja, ist ein absolutes Spaßpferd. Ich reite sie extrem gerne, weil sie so viel zurückgibt und sich so wahnsinnig viel Mühe gibt. Und ja, wir wünschen uns für die Tina entweder einen Freizeitreiter, der das zu schätzen weiß, oder vielleicht auch für einen Jugendlichen, der mal Turnierluft schnuppern möchte, oder auch ja, für einen Kurs, für ein Reitabzeichen, für Dressur, für Gang. Aber wie gesagt, sie kann auch natürlich nur als reines Freizeitpferd genutzt werden. Sie hat ganz viel Tölt, ganz viel Takt und ein wahnsinnig hohes Maß auch an Spaß und guten Reitkomfort. Sie hat bequeme Gänge, sie ist leicht in der Hand und wie gesagt, hat schon gutes Potenzial auch für mehr. Tina benötigt, wie in den vorherigen Videos gesehen, auch keinerlei Gewicht oder Schutz. Da ist sie jetzt immer ohne alles geritten worden. Das ist jetzt einfach nur mal, um zu demonstrieren, dass da auch schon gutes Potenzial da ist. Gut. Sie ist jetzt natürlich kein High-End-Sportpferd, das soll sie auch gar nicht sein, aber man kann mit ihr mit Sicherheit schon eine gute T7 reiten. Auch der Trab ist raumgreifend mit gutem Takt und Schwung.
auch auf dem Zirkel, gar kein Problem. Auch der Galopp hat sich noch mal deutlich verbessert. Auch auf dem Zirkel gar kein Thema. Also wer auch an dressurmäßiger Arbeit Spaß hat, die Abwechslung, der ist bei Tina genau richtig. Auf Stimme reagiert sie sehr gut. Halt. Prima. Sie reagiert gut auf den Schenkel, verzeiht aber trotzdem auch mal den ein oder anderen Reiterfehler, ist aber jetzt nicht faul dabei. Also sie geht schon gut vorwärts, ist aber immer regulierbar. Gut. Einmal tölt man sie noch kurz an. Jetzt ist sie auch wieder ganz leicht und geschmeidig. Bietet jetzt eine schöne Form an. Zuerst reite ich sie etwas höher und hole mir die Hinterhand. Und dann darf sie mir wieder vorne in die Hand sozusagen reinlaufen. Es ist wirklich ein tolles, schickes Pferd. Toll. Prima. Und auch das ist so wichtig, einfach zu sehen, die Entwicklung während des Reitens. Gut. Super. Fein. Da geht ihr jetzt einfach auch die Kraft aus. Sie hat sich jetzt auch sehr, sehr, sehr angestrengt. Und wie gesagt, ist eine ganz, ganz liebenswerte, tolle Stute mit einem schönen Reitgefühl und für mehr. Von Tina gibt es jetzt mittlerweile ganz viele Videos.
Videos in der Reitstunde, Videos an der Longe, mit Sitzschulung im Gelände und jetzt im weiteren Training, wie sie sich entwickelt hat. Auch Tina ist sehr freundlich und menschenbezogen, unkompliziert, schmiede- und verladefromm. Und genau, wer sich für die Tina interessiert, der darf sich gerne bei mir melden.